Hallo, ich bin Katrin von Ende Gelände. RWE, die Landesregierung, haben den Hambacher Wald als gefährlichen Out ausgerufen. Dem möchte ich mit aller Klarheit widersprechen. Der Wald? Okay. Der Wald sollte ein Ort sein, den wir schützen und bewahren. Der gefährliche Ort, das sind die Braunkohletagebaue hier im Rheinland. Aber es sind nicht die einzigen gefährlichen Orte auf der Welt. In Nordkolumbien gibt es Steinkohletagebaue. Und gestern haben uns Aktivistinnen und Anwohnerinnen dort aus Nordkolumbien ganz liebevoll ihre Solidarität bekundet, die ich heute an euch weitergeben möchte. Die Steinkohletagebaue in Nordkolumbien. Sie vergiften dort die Gewässer, sie zerstören die Umwelt. Die Anwohnerinnen, sie werden gezwungen zu gehen, sie werden vertrieben. Und die Umweltaktivistinnen und Menschenrechtsaktivistinnen, die dort aktiv sind, die sind teilweise tödlichen Repressionen ausgesetzt. Die Steinkohle dort aus den Tagebauen, die wird nach Deutschland exportiert. Und auch der Kohlekonzern RWE lässt mit dieser Steinkohle seine Steinkohlekraftwerke feuern. Der Steinkohleexport aus Nordkolumbien nach Deutschland muss sofort beendet werden. Wir müssen aussteigen, weltweit aus den fossilen Energien. Und wir, die wir heute hier am Hambacher Wald versammelt sind, möchten mit ganzem Herzen unsere Solidarität senden zu den Aktivistinnen und Anwohnerinnen nach Nordkolumbien. Declaramos hoy nuestra solidaridad a la gente del norte de Colombia. En todo el mundo luchamos juntos para ponerle fin a las energías fósiles y para luchar en favor de las energías renovables. Für alle. Und jetzt fordere ich euch auf, alle gemeinsam etwas auf Spanisch zu rufen. Also, einmal zum Test. Wir sagen jetzt No al Carbón. Das bedeutet Nein zur Kohle. Alle zusammen. No al Carbón. No al Carbón. No al Carbón. No al Carbón. Estamos aquí en una casa de árbol en el bosque de Hamba y les queremos dar todos los saludos y toda la solidaridad que tenemos. Estamos muy... Muchas gracias por la pelea que están peleando, porque es una pelea súper valiente. Sabemos que la pelea que peleamos acá es la misma que ustedes, pero acá disfrutamos el privilegio de que no nos van a matar por lo que hacemos, no tenemos peligro de ser matados y nuestras familias están a salvo, así que tenemos todo el respeto del mundo por lo que están haciendo allá. Y creemos que es una locura muy mala que importamos carbón colombiano para sustentarnos nuestro estilo de vida imperial y es una lucha que queremos acabar con esa locura. Y queremos dar todo lo que tenemos para construir un mundo en cual cada vida vale. Y que sea mucho. Gracias. Muchas gracias.